Hallo ihr Lieben, heute mal wieder ein Video außerhalb der Reihe und zwar erscheint heute das neue Buch der lieben Jackie Fellgut und zwar der letzte Liebesbrief und dieses Buch möchte ich euch heute gerne vorstellen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Der letzte Liebesbrief ist wieder ein Liebesroman aus dem Hause Jacqueline Fellgut und was soll ich sagen, ich fand das Buch wieder richtig, richtig süß und richtig niedlich, mir hat die Geschichte wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, Jackie sucht sich immer ganz, ganz tolle Themen aus, worum es in diesen Büchern geht. Ich muss allerdings sagen, dass dies jetzt das erste Buch war, wo ich so ein bisschen Schwierigkeiten hatte mit der Protagonistin. Ich bin mit Nell leider nicht so richtig warm geworden. Ich konnte sie in vielerlei Hinsicht auch einfach nicht verstehen und ja, deswegen konnte mich dieses Buch leider nicht ganz so berühren wie die anderen Bücher, die ich von Jackie schon gelesen habe. Aber ich finde, es ist trotz allem immer noch eine richtig schöne Liebesgeschichte und ich erzähle euch jetzt mal, worum es in diesem Buch geht. In der letzten Liebesbrief geht es um Nell und Nell hat bei ihrer Tante einen geheimnisvollen Liebesbrief gefunden und ihre Tante weigert sich aber, ihr irgendwas dazu zu sagen und so begibt Nell sich allein auf die Reise, um herauszufinden, was hinter diesem Liebesbrief steckt. Denn dieser Liebesbrief beinhaltet ein Rätsel. Und Nell möchte dieses Rätsel lösen, um ihrer Tante damit ein Stück Glück wiederzugeben. Und Nell begibt sich, wie gesagt, auf die Reise und begibt sich an den Ort, der in diesem Brief beschrieben wird. Und dort trifft Nell unverhofft auf Sam. Und Sam ist Fotograf und macht dort gerade ein Fotoshooting mit seinem Bruder. Und Nell ist erstmal ganz verdutzt, als sie ihn trifft. Und ja, Sam begibt sich dann mit Nell zusammen auf diese Reise und das hat doch einen Grund, denn Sam hat seine Muse verloren und er findet keinen Spaß mehr an der Fotografie, er weiß nicht mehr, ob er das alles so richtig macht, was er da tut, er findet irgendwie, er hat einfach die Leidenschaft dafür verloren und er hofft sich einfach, dass wenn er Nell auf diese Reise begleitet, er seine Muse wiederfindet und er einen neuen Blickwinkel auf alles bekommt und er wieder glücklich ist mit dem, was er tut. Und so begeben sich Nell und Sam auf eine Reise in die Vergangenheit und nichts ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Und was die beiden auf dieser Reise erleben und mit was sie alles konfrontiert werden und was zwischen den beiden alles noch passiert auf dieser Reise und wie sich diese Beziehung zwischen den beiden entwickelt, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und ich muss sagen, dass mir der Ansatz der Geschichte sehr, sehr gut gefallen hat und ich mochte auch den Verlauf der Geschichte. Ich fand es gut, wie sich das alles entwickelt hat. Es wurde, ich finde, es gab einen ganz bestimmten Punkt in der Geschichte, wo man als Leser schon wusste, auf was es hinauslaufen wird, aber Nell wusste es noch nicht. Und das fand ich gut. Ich finde, man konnte Nell dadurch sehr, sehr gut beobachten in ihren Reaktionen und man hat sich gedacht, jetzt finde es schon heraus, jetzt finde es schon heraus, jetzt wird dir endlich klar, was so da dahinter steckt. Von der Handlung her kann ich ja sagen, es mir gut gefallen hat. Ich mochte den Verlauf der Geschichte. Ich fand das gut, was da alles so zwischendrin passiert ist. Es hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Ich fand auch gut, dass diese Reise immer wieder unterbrochen wurde und wir diesen Break drin hatten und die beiden jetzt nicht einfach nur auf einem Roadtrip waren, sondern auch zwischendurch zu Hause waren und ihre ganz normalen Dinge auch nachgegangen sind. Und ja, hat mir also sehr, sehr gut gefallen, was den Verlauf und die Handlung der Geschichte betraf. Was die Charaktere betrifft, hatte ich ja schon gesagt, ich hatte so meine Probleme mit Nell. Ich fand am Anfang, weiß ich nicht, sie war mir am Anfang irgendwie einfach unsympathisch. Ich war nicht mit ihr auf einer Wellenlänge. Irgendwie konnte ich mich ihrer nicht so annehmen. Ich weiß nicht warum. Ich kann euch nicht sagen, woran das gelegen hat. Auf jeden Fall hat sie sich dann im Laufe der Geschichte entwickelt und dann hatte ich mit ihr auch keine Probleme mehr, was das betrifft. Aber sie war eine Protagonistin, die mir persönlich nicht nahe ging. Trotz dieses schweren Schicksals, was sie eigentlich hinter sich hat. Also ich fand es auch krass, wo man am Ende erfahren hat, was so alles da dahinter steckt und was eigentlich alles genau passiert ist. Das fand ich wirklich richtig krass und das fand ich auch schrecklich und ich habe da, sie tat mir ja auch leid und das war auch alles schlimm, aber es ging mir nicht richtig nah. Und ich glaube, das Problem bei mir war in dieser Situation, dass ich einfach von Anfang an gedacht habe, wenn ihr einfach mal miteinander reden würdet, hättet ihr diese ganzen Probleme nicht. Das war so ein großer Punkt, der mich sehr, sehr gestört hat, denn Nell und ihre Tante reden nie über die Vergangenheit. Ihre Tante blockt das alles ab und Nell ist aber auch nicht beharrlich genug, da einfach mal nachzubohren. Und das war ein riesengroßer Punkt, der mich von Anfang an gestört hatte, wo ich gesagt habe, Leute, redet doch einfach mal miteinander. Bitte redet miteinander, klärt euch doch einfach mal auf. Und das war für mich halt ein echt großer Punkt, was mich gestört hat. Mich war das halt ein Stück weit nicht nachvollziehbar, dass sie einfach nicht miteinander geredet haben und deswegen war das Ganze für mich wahrscheinlich auch so, dass mir das nicht so nahe ging, weil ich die ganze Zeit dachte, hättet ihr einfach mal von vornherein miteinander geredet, hättet ihr das Problem jetzt nicht. Und ja,
Es ist schwierig zu erklären, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Auf jeden Fall ging Nell mir nicht so nah wie die anderen Protagonisten aus Jackie ihren Büchern. Und das fand ich ein bisschen schade, aber so ist es halt nun mal. Was Sam betraf, mochte ich ihn sehr. Er war ein sehr offener, ein sehr ehrlicher Charakter und ein sehr liebevoller Charakter. Und das spiegelt sich ja auch in seiner Familie wieder. Und das hat mir auch alles sehr, sehr gut gefallen. Und ich fand auch gut, wie sich das Ganze entwickelt hat, was die beiden betraf. Und das fand ich auch gut und das hat mir auch gut gefallen. Das hat mir auch Spaß gemacht, das zu lesen. Aber irgendwie dieser Funke hat bei mir einfach gefehlt in dem Buch. Was die Nebencharaktere betrifft, haben die mir auch gut gefallen. Ich fand Sams Familie toll, ich fand Nels Tante gut. Ich fand es gut, dass wir einen Einblick auf die Arbeit von den beiden bekommen haben und da auch noch ein paar Charaktere hatten, die wir kennengelernt haben. Das hat mir auch gut gefallen. Also was die Charaktere betrifft, kann ich mich im Großen und Ganzen nicht beschweren. Das hat schon alles gut zusammengepasst. Aber wie gesagt, dadurch, dass Nell mich persönlich nicht so berühren konnte, hat für mich da halt irgendwas gefehlt. Was das Setting betrifft, haben wir hier so ein bisschen ein amerikanisches angehauchtes Setting. Ich habe ehrlich gesagt beim Lesen die ganze Zeit überlegt, wo dieses Buch spielt. In Amerika, in Deutschland, ich weiß es nicht. Also entweder habe ich es überlesen, dass ich den Ort überlesen habe, wo das Ganze spielt, oder ich habe es nicht mitbekommen. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist das ja auch Absicht, dass man nicht so genau weiß, wo das Ganze spielen soll. Auf jeden Fall hat es mir vom Setting her gut gefallen. Ich fand die Orte richtig cool. Ich fand es cool, wo diese Briefe sie hingeführt haben, was sie für Orte gesehen haben. Und ich fand es gut, was Jackie sich da alles auch wieder ausgedacht hat. Ne? Also so auf so eine, ich dachte bei vielen Dingen, auf so eine Idee musst du erst mal kommen. Fand ich richtig cool. Und ich finde ja, Jackie beschreibt und umschreibt alles immer so toll. Also ich mag ihren Schreibstil auch echt mega, weil ich finde, sie schreibt einfach so gefühlvoll und so romantisch und so ausdrucksstark, und das kommt immer einfach alles so gut bei mir an, auch wenn sie, wie gesagt, was beschreibt und umschreibt und die Szenen in deinem Kopf dir ausmalt. Das ist einfach richtig toll und das liebe ich bei Jackie in Büchern, und das war bei dem Buch auch wieder so. Also der Schreibstil, das Szenenbild, das hat alles für mich perfekt ineinander gegriffen. Und wie gesagt, das Buch war richtig gefühlvoll geschrieben. Ich fand, es hatte einen gewissen Humor und es hat mir einfach wirklich gut gefallen. Also ich habe das Buch wirklich sehr, sehr gerne gelesen, auch wenn ich, wie gesagt, so meine Schwierigkeiten hatte. Also der Schreibstil von Jackie hat mir in Ein letzter Liebesbrief wieder richtig gut gefallen, denn wie gesagt, sie beschreibt und umschreibt alles immer so schön und sie findet immer so tolle Worte für Dinge und sie gibt einem immer noch mal was mit auf den Weg. Und ich kann es nur jedes Mal wieder sagen, wenn ich ein Buch von Jackie gelesen habe, es ist einfach so toll und man nimmt so viel für sich auch daraus mit, finde ich, wenn man diese Bücher liest. Und das ist einfach was bei Jackie in Büchern immer ist. Ich nehme immer aus jedem Buch was für mich mit raus. Und ich fand es einfach toll. Also was das betrifft, kann ich mich auch wieder nicht beschweren. Setting, Schreibstil war wieder richtig, richtig gut. Mein Fazit zu Der letzte Liebesbrief ist, dass es eine Geschichte war, die für mich nicht rundum perfekt war, denn wie gesagt, ich kam mit Nell nicht so wirklich zurecht. Ich hatte hier da echt Schwierigkeiten mit ihr. Ansonsten, was die Handlung der Geschichte betraf und auch das Setting und den Schreibstil, das hat mir alles wirklich sehr, sehr gut gefallen, und auch die Nebencharaktere fand ich gut, aber ich hatte halt hier so meine Probleme mit Nell. Aber das ist halt manchmal einfach so, wenn einem das nicht so nahe geht oder einen nicht so an sich ran, oder wenn man das nicht an sich ranlassen kann. Ich weiß echt nicht, woran es lag, aber ich konnte mit Nell am Anfang gar nicht. Wie gesagt, es wurde dann besser, aber dadurch war die Geschichte für mich jetzt nicht so mega gut und so mega überzeugend wie die letzten. Also ich habe ja Verliebt in Miami gelesen, es hat mir mega gut gefallen. Ich fand die Thematik toll, da fand ich Nicole toll, da fand ich die anderen Charaktere alle mega. Ich fand diese Seku-Thematik ja auch mega cool. Und ja, bei Der letzte Liebesbrief, wie gesagt, die Thematik fand ich auch wieder richtig gut. Und ich fand es auch mit den Liebesbriefen und diesen Orten, wo sie hingeschickt werden, fand ich richtig gut. Ich fand die Nebencharaktere toll, aber für mich hat halt hier so das Zünglein an der Waage gefehlt, dass ich sage, mega Geschichte, weil einfach ich die Probleme mit Nell hatte. So, und jetzt höre ich auf, mich jetzt zu rechtfertigen, warum ich mal ein Buch von Jackie nicht so gut fand. Auch ich darf mal ein Buch von Jackie nicht so gut finden wie die anderen Bücher. Aber es ist immer noch eine richtig tolle und süße, niedliche Liebesgeschichte, die ihr euch auf jeden Fall angucken solltet. Und ja, ich liebe Jackie, ihre Bücher, und wie gesagt, ich nehme aus jedem Buch von Jackie immer was noch für mich mit raus, und sie schreibt einfach so toll und ich beneide sie da so, dass sie so schön schreiben kann, und ich bin froh, dass Jackie ihre Geschichten in die Welt hinausschickt und die mit uns teilt. Und mehr gibt es dazu jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.